Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Vlog von mir. Tut mir leid, dass ich gerade so aussehe. Es ist 6 Uhr und ich habe jetzt noch 45 Minuten, mich fertig zu machen für die Mottowoche. So. Okay, wir machen das jetzt. Ich habe keine Zeit für ein Intro. Ihr wisst, was zu tun ist. Fangen wir erstmal damit an, dass mein Kostüm nicht angekommen ist. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell improvisieren. Ich hoffe, ich kriege da irgendwas Schönes hin. Erstmal Hello Kitty. Und beziehungsweise jetzt dieses Headset. Aber voll cool, dann kann ich halt Musik hören. In der Schule. Ja, wir machen irgendein Outfit jetzt damit. So. Ich habe jetzt hier diesen Rock. So. Dann brauche ich natürlich so Strumpfhosen. Und dann, das sieht einfach blöd aus. Das hier. Das soll das Outfit sein. Dieses süße Oberteil, dann den Cardigan, den Rock und die Strumpfhose. Ich probiere es mal an. Okay, das ist gerade irgendwie schwierig. Ich habe das Gefühl, dieses Top passt nicht so ganz dazu. Deswegen versuche ich jetzt mal so einen flauschigen Pulli zu nehmen, den ich noch habe. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, das sieht einfach nur komisch aus. Nee. Ich komme gleich wieder. Ich glaube, ich habe dann ein Outfit. Ich hoffe. Okay, ich glaube, ich habe mein Outfit. Das passt auch ganz gut mit den Ohren zusammen. Das ist einfach so ein süßes Spitzentop mit dem Rock und den Cardigan habe ich so gelassen und ich habe jetzt noch so lange Socken dazu getan. Ich finde, das sieht süßer aus. Und jetzt machen wir ganz schnell mein Make-up. Ich glaube, ich mache einfach ein Get Ready With Me auf TikTok und dann komme ich zurück und zeige euch, wie es aussieht. So, wir machen uns jetzt fertig für den ersten Tag der Mottowoche. Das hier ist mein Outfit. Ich bin Hello Kitty. Das Motto ist Kindheitshelden. Es ist eher ein Hello Kitty Outfit. Nicht, dass die denken, dass ich jetzt E-Girl gehe oder so. Ich bin Hello Kitty. So, erstmal pinke Kontaktlinsen habe ich hier. Passt, glaube ich, ganz gut. Und ich habe meine anderen richtigen Kaputtlinsen gestern aus Versehen kaputt gemacht. Deswegen müssen wir jetzt damit arbeiten. Ist auch gut. So sehen die aus. Die sind halt nicht pink, aber so rosa. Und ich mache jetzt schnell noch den Rest meines Make-ups, das gewöhnliche. Und dann bauen wir darauf auf. So, ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich nehme jetzt einfach so eine Lidschattenpalette, einen pinken Lidschatten. Und tue das so ein bisschen auf mein Auge. Okay, der war leider ein bisschen zu orange. Ich nehme nochmal diesen hellrosanen und tue den drüber. Das wird einfach eine Katastrophe. Ich habe das gar nicht geplant, was ich für ein Make-up mache. Das sieht schon sehr süß aus, aber ich will noch ein bisschen mehr pink machen. Deswegen. Nein. Okay, alles heile geblieben. Ich nehme jetzt nochmal diesen richtig hellen Rosaton und tue den auch nochmal hier direkt unters Auge. Ich will das so ein bisschen mit dem Blush verbinden. Meine Lippen male ich jetzt so ein bisschen mit diesem Lip Liner aus. So, dann nehme ich natürlich noch Glitzer und tue das hier erstmal unter die Augen. Und dann überlege ich noch ein bisschen hier. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist der richtige Zeitpunkt, um dieses hier endlich auszutesten. Ich nehme einfach meinen Finger und tue das so ein bisschen. Oha, wie schön. Das nehme ich auch mit zur Schule, dann kann ich vielleicht andere noch mit Glitzer versorgen. Jetzt tue ich nur noch diesen Lipgloss drauf und dann muss ich leider auch schon los. Mehr kann ich nicht machen. So. Und das ist jetzt mein Outfit. So, ich hoffe, ihr seht das. Ich muss nämlich gleich schon los. Ich habe schon das Licht ausgemacht, aber das ist jetzt mein fertiger Look und jetzt geht's los zur Schule. Also ab 1918 war ja ein
Keller. Wir sind heute hier mit Marcel und ich bin heute als, zeig mal mein Kostüm. Ich bin verkleidet als Schulbegleitung. Okay, sehr nice. Das ist mein Outfit für den nächsten Tag. Das ist einfach so ein traditionelles japanisches Yukata, heißt das. Das ist einfach so ein richtig schönes Kleid, ähnliches. Das haben die halt früher getragen und das Motto ist Zeitreise. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal so eine Zeitreise durch meinen Stammbaum und ziehe ein Yukata an. Ich probiere das jetzt mal anzuziehen. Ich habe das echt lange nicht mehr angezogen. Mal gucken, wie es wird. So sieht das jetzt angezogen aus. Es ist nicht perfekt. Meine Mutter musste mir auch helfen und ich muss gleich nochmal üben, wie ich das selber morgen früh anziehen kann. Ein bisschen chaotisch. Nimmt ein bisschen viel Zeit in Anspruch. Ich habe hier noch so eine schöne Haarnadel drin. Dann mache ich morgen nochmal einen schöneren Dutt und stecke das dann rein. Eine Tasche habe ich dazu leider nicht. Mal gucken, ob ich mir noch eine mache. Aber so sieht das aus. Das sind die traditionellen Schuhe. Und dann mache ich mir noch so einen dunkelroten Lippenstift passend hierzu. Und dann wird das, glaube ich, auch ganz gut aussehen. So, ich werde mich jetzt schnell abschminken und dann noch mein Zimmer ein bisschen aufräumen. Ich habe gut was ins Auge bekommen und das tut richtig weh. Ich nehme jetzt erstmal meine Kontaktlinsen raus. Das juckt gerade nämlich richtig doll. Ich hoffe, es ist keine Entzündung. Ich merke auch gerade, ich muss noch was am PC erledigen. Das muss ich auch gleich noch unbedingt machen. Und dann versuche ich nochmal das Yukata anzuziehen. Alleine, damit ich es morgen früh hinbekomme. Und dann kann ich auch schon schlafen gehen. Okay, ich habe irgendwie ein Glitzerstück im Auge oder so, weil das tut so weh. Ich krieg das einfach nicht raus. Es ist irgendwo hier drin. Und es fängt langsam an, dick zu werden. Oh Gott. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde versucht, das rauszukriegen. Ich krieg's nicht hin. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so. Manchmal geht das auch einfach weg, wenn ich mich einfach nicht drum kümmere. Wenn ich das einfach nicht beachte. Aber es tut halt extrem weh und ist richtig nervig. Oh mein Gott. Ich mache jetzt aber noch den Rest meiner Skincare. Ich habe jetzt gerade Reinigungsschaum benutzt und jetzt nehme ich nochmal den Toner, den ich immer benutze und tue den drauf. Dieser Vlog wird wahrscheinlich auch ein bisschen chaotisch, aber was soll ich machen? Es ist Mottowoche. Jetzt kommt Niacinamid-Serum. Ich denke die ganze Zeit, es kommt raus, aber es kommt nicht raus. Also Niacinamid-Serum ist drauf. Jetzt tue ich noch diese Sleeping Mask drauf. Ich einfach mal ganz viel von. Das hilft immer bei mir gegen Pickel. So. Das ist halt dann direkt auch meine Feuchtigkeitscreme. Skincare ist fertig und jetzt stört das gerade auch nicht mehr so. Also ich merke es noch. Es tut auch noch weh, aber es ist schon besser, seitdem ich dem keine Beachtung mehr schenke. Ich lasse es jetzt einfach drin und gucke mal, ob es von alleine rausgeht. Ja, jetzt setze ich mich noch mal kurz an den Schreibtisch, weil ich noch was erledigen muss und dann räume ich auf und dann kann ich auch schon schlafen. So, ich versuche jetzt mal etwas aus meinen Haaren zu machen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Ich habe hier nur ein Zopfgummi gerade. Ich finde die anderen nicht. Schwierig. Damit wird er auch ein bisschen komisch aussehen, oder? Ich muss noch mal gucken, das ist echt blöd. Ich kenne das jetzt erstmal ein bisschen durch. Und ich habe hier was drunter, weil es sonst zu kalt ist. Glaube ich. So. Ich weiß nicht, ob ich so Strähnen vorne draußen lassen soll. Ich glaube, ich mache das. Ist ja nicht so altmodisch. Machen wir. Wisst ihr, was ich noch realisiert habe?
dass ich das nicht verlernen sollte, beziehungsweise dass ich das noch lernen sollte, das anzuziehen, weil schon ein bisschen blöd, wenn man das nicht kann, wenn man halb ist. Ich finde, ich sollte meine japanischen Gene mehr wertschätzen. Sowas in der Art. So, und jetzt. Ja, Frisuren machen muss ich auch noch lernen, aber. Oh, ich habe meinen Ohrring verloren. Oh, oh. So. Oh. Ich sehe schon, also ich merke, dass es nicht so gut aussieht. Letztendlich, egal, es ist nur Mottowoche. Es ist letztendlich nicht so schlimm. Ich tue das jetzt nochmal hier rein. Der jetzt ein Scrunchie hab. Macht leider schon viel aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht bestimmt komisch aus. Ich muss nochmal hier im Spiegel gucken. Obwohl, das sieht ganz süß aus eigentlich. Also es geht, aber ich glaube, ich muss das in den Dutt stecken. Ich habe es jetzt einigermaßen gut befestigt. Und ich glaube, für eine Mottowoche reicht das. Es ist definitiv nicht so traditionell. Egal. Ich werde jetzt erstmal ein TikTok Get Ready With Me drehen und dann komme ich wie gestern zurück. Heute ist Tag 2 der Mottowoche und wir machen jetzt noch meine Haare und mein Make-up, weil offen kann ich die nicht lassen. Das Motto ist nicht Kulturen, sondern Zeitreise. Und dann dachte ich mir einfach, mache ich eine Zeitreise durch meinen Stammbaum und trage etwas, was die früher getragen haben. Natürlich ist das Design und so schon modern, aber ich muss mir jetzt irgendeine Hochsteckfrisur machen und dann komme ich zurück. Und das ist diese süße Nadel, die ich benutzen werde. Mal gucken, wie es dann aussieht. Okay, kleiner Fail, weil ich habe das ja nicht so ganz vorbereitet. Ich habe einfach spontan einigermaßen entschieden, das zu nehmen. Und deswegen habe ich keine Frisuren geübt. Das ist jetzt das, womit wir arbeiten. Nicht so traditionell, aber es ist nur Mottowoche. Ich überlege auch diese Strähnen vorne später noch ein bisschen zu locken, damit das ein bisschen süßer aussieht. So, ich tue jetzt erstmal noch Sonnencreme drauf und dann mache ich mein gewöhnliches Make-up und dann bauen wir wieder darauf auf. Achso, ich wollte noch was dazu sagen. Das ist kein Kimono, sondern das ist ein Yukata. Das ist so eine einfachere Version und die trägt man im Sommer, weil die nicht so viele Schichten hat wie das Kimono. Das Kimono ist deutlich aufwendiger anzuziehen. Das hier ist einfach so eine leichte Version. Ich habe jetzt meine Base drauf und meine Augenbrauen habe ich so ein bisschen dünner gemacht. Ich nehme jetzt so einen braunen Lidschatten. Ich mache wirklich so einen klassischen Look, also braunen Lidschatten und rote Lippen. Ich finde, das strahlt auch nochmal so ein bisschen Tradition für mich aus. Also nicht im Sinne von Japan, aber generell finde ich, das ist so ein richtig klassischer alter Look. Die Kontaktlinsen trage ich heute einfach auch wie gestern, weil meine anderen sind kaputt. Ich nehme jetzt nochmal Mascara. Es haben gestern richtig viele gefragt, welche das ist. Das ist von Alicia. Das ist so eine koreanische. Die Double Lash Up Mascara. Die ist so, so gut. Das ist wirklich meine Lieblingsmascara. So, ich suche mir jetzt noch einen roten Lippenstift raus. Der sieht ganz gut aus. Das ist noch von den 11. Ich wollte die alle noch in einem YouTube-Video ausprobieren. Ich habe wirklich alle Farben. Deswegen danke nochmal an 11. Aber das mache ich auf jeden Fall noch. Ich tue schnell noch Lip Liner drauf. Dann nehme ich 59G. Ich trage echt selten so einen richtig roten Lippenstift, aber ich probiere den jetzt mal aus. Ich bin gespannt, ob das passt. Ich glaube, der ist ein bisschen zu hell. Nee, der ist schön. Ich finde, rote Lippen perfekt hinzubekommen, ist richtig schwierig. Ich habe jetzt die Strähnen ganz weggemacht und ich finde, der Look ist perfekt dafür. Bye, bye. So, mein Make-up ist jetzt fertig. Das ist so ein bisschen altmodischer gestaltet. Meine Augenbrauen sind ein bisschen dünner. So einen klassischen Look habe ich gemacht. Einfach brauner Lidschatten und rote Lippen. Und das, ich finde, das sieht ganz gut aus, weil so Art, ich bin von den Geistern auferstanden. Perfekt. Boah, ich habe gerade wieder in meine Sneaker gewechselt und es ist so bequem. Ich habe
hätte schon viel früher machen sollen. Ich kann immer noch nicht ganz laufen, aber es ist bequemer. Leute, guck mal, was gerade angekommen ist. Einfach das Kostüm, was ich am Dienstag tragen wollte. Dann muss ich das wohl morgen nochmal benutzen, weil ich habe das jetzt nicht umsonst gekauft. Was ich aber komisch finde, ist, dass die Augen und die Schnurrhaare orange sind. Vielleicht kann ich das noch schwarz anmalen. Aber sonst sieht es ganz süß aus. So, heute ist Mottowoche Tag 3 und ich bin endlich die richtige Hello Kitty. Ich wollte das ja am Dienstag anziehen, aber heute passt es auch. Wir haben Serien und Filme. Dann würde ich schon klar gehen. Und ich habe nur noch 8 Minuten Zeit, deswegen mache ich jetzt schnell mein gewöhnliches Make-up und dann komme ich zurück. So, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, aber ich versuche jetzt nochmal ganz schnell irgendwas hinzubekommen. Ich nehme jetzt mal hier diese Palette und tue hier die Farbe einfach auf mein Auge. Hier runter. Dann nehme ich natürlich noch diesen Blush hier. Ich bin fast zu spät. Und tue den auch hier mit drauf, damit es ein bisschen doller ist. Und dann mache ich nur noch Lippen und den Rest. Oder warte, ich mache schnell noch Glitzer. Schnell noch Glitzer. Hier. Hier Mascara und so mache ich dann in der Schule. Ich mache noch ganz schnell Lippen. Was nehme ich denn da? Ich will einfach diesen Lipgloss nehmen. Der passt von der Farbe gar nicht. Oh, was ist das denn? Ich nehme hier einfach noch aus der Palette diesen pinken Ton und tue den auch mit hier drauf. Ich weiß nicht, ob das... Oh, der ist schön. Okay, der ist schon besser. So. Dann nehme ich einfach diesen plumping Lipgloss. So. Schon besser. Jetzt muss ich los. Mascara tue ich hier schnell rein. Highlighter mache ich noch ganz schnell drauf. Oh, viel zu viel. Glitzer nehme ich auch mit. Und dann, ja, okay. So, ich muss jetzt los. Wieder zu Hause. Ich musste heute ein bisschen früher nach Hause gehen, weil ich jetzt ein Online-Bewerbungsgespräch habe. Meine Stimme ist so ein bisschen heiser. Ich hoffe, das geht trotzdem. Es fängt in 10 Minuten an. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Recherche und dann klappt es hoffentlich ganz gut. So, das Gespräch habe ich überstanden. So sehe ich aus. Meine Stimme ist wirklich... Ich habe jetzt noch ein paar E-Mails beantwortet und ich mache jetzt einen Mittagsschlaf. Es tut mir wirklich so leid, dieser Vlog ist irgendwie richtig chaotisch. Ich hoffe, ab morgen wird es besser. Aber ich bin echt müde. Morgen ist irgendwie so ein inoffizieller Mottotag. Unter anderem auch Noten und Zuhälter, aber ich mache das nicht so gerne mit. Deswegen ziehe ich mich einfach ein bisschen hübscher an. Ich habe hier so ein Kleid. Hatte ich mal, glaube ich, bei Zara gekauft. Richtig schön. Ziehe ich dazu eine Strumpfhose an, schicke Schuhe und dann noch diese gute schwarze Jacke. Die ist auch von Zara. Die habe ich vor lang nicht mehr angezogen. Ja, und dann nehme ich noch diese Tasche. Und das ist der Look für morgen. Ich gehe jetzt schlafen. Es tut mir so leid, dass ich so wenig vlogge diese Woche, aber diese Woche ist echt... Ich weiß nicht, ich fühle mich so unproduktiv. So, es ist Mottowoche Tag 4, aber es ist so ein inoffizieller Tag. Also die anderen gehen, glaube ich, als Noten- und Zuhälter noch, aber ich mache das nicht mit. Deswegen habe ich mich einfach schick angezogen. Ich zeige euch mal meinen Film. So, das ist das Outfit, das ist das Kleid. Richtig schön. Und dann diese Tasche und diese Jacke. Sieht ganz schön elegant aus und dazu noch so schöne Schuhe. Ich mache jetzt heute wieder diese... rosanen Kontaktlinsen rein. Und dann mache ich noch mal restliches Make-up und dann bauen wir wieder auf. Ich höre gerade, wie doll es regnet und ich habe echt keine Lust, gleich durch den Regen zu gehen. So, ich habe jetzt Augenbrauen, Base und Wimpern schon gemacht. Und jetzt nehme ich noch mal so einen Lippenstift und mache damit den Blush und die Lippen. Wartet. Das ist wirklich so eine schöne rötliche Farbe. Ich tue
tue dir jetzt erstmal hier auf die Lippen. Auch richtig schön. Und dann nehme ich hier was und tue das hier als Blush hin. Boah, ich liebe auch so, dass das eher ein kühler Ton ist als ein warmer. Weil kühl steht mir irgendwie besser. So. Und dann mache ich noch Highlight drauf. Dafür nehme ich natürlich den hier von Catrice. Und tue den wie immer mit dem kleinen Pinsel drauf. Das ist irgendwie voll der süße Look. So. So. Fertig. So, das ist jetzt der fertige Look. Ich nehme jetzt nochmal das Parfüm und sprühe das so drauf. So, so. Und das sind die Schuhe, die ich nehme. Bye, bye. Ja, das war's auch schon für das Video. Danach habe ich nicht mehr sonderlich viel gemacht. Da seht ihr gerade, wie ich esse und noch Sachen am PC erledige. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt so anders war. Ich filme zurzeit meine erste Woche in meiner Abi-Vorbereitung mit. Deswegen wird nächste Woche wieder ein langer Vlog kommen, ein langer, produktiver Vlog. Aber ja, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Vergesst nicht zu liken und zu folgen.